Er ist der Star von der Szene. Du bist der Geist. Schau mich doch. Ist es zum Beispiel wirklich gescheit, diesen Leuten Geld zu geben für das, was sie machen? Ich bin monatelang eingetaucht in die Welt der Corona-Demonstranten, habe versucht, sie zu verstehen. In der Krise gibt es Menschen, die sich die Leute daran orientieren und ihnen zuhören. Für viele von uns ist das in der Pandemie ein Alain Berset oder ein Daniel Koch. Die Corona-Demonstranten hören vor allem auf den Daniel Stricker. Seine Videos machen ihn zum Star unter den Demonstranten. Auf Social Media kritisiert er pausenlos die Politik und die Medien und streamt live von den Demos. Ich wollte herausfinden, wer der Mann ist und warum ein Haufen Menschen an den Corona-Demos nur noch ihm glauben. Er zeigt die andere Seite, die man in den Mainstream-Medien überhaupt nicht sieht. Die Fanliebe ist an den Corona-Demos unübersehbar. Immer wieder trifft man Menschen mit Stricken-T-Shirts. Und wenn Daniel Stricker an den Demos live streamt, sieht man, er ist der Star der Szene. Du bist der Geist. Schau mich doch. Sehr cool, was du da machst. Darf ich dir einfach Danke sagen und dich einmal drücken für deine unermüdliche Arbeit? Ich habe schon vier Küsse bekommen, also langsam hast du Herpes gefahren. Oh, das macht mir nichts, das ist mir gleich. Super. Oh, danke vielmals. Ich kann Kuss geben. Nein, ist gut. Okay. Ich wollte nur ein Merci sagen für deine Videos. Bravo, Stricker! Erfolg hat Daniel Stricker vor allem wegen seinem Videokanal Stricker TV. Dort tritt er mit Gleichgesinnten und moderiert eine selbstgemachte Tagesschau, wo er seine ganz eigene Wahrheit präsentiert. Ich tue nicht so, als ob ich so etwas wie eine Objektivität vermittle. Man kann nicht glauben, dass Massenmedien und Bundesrat die alle dort anlügen. Das halten viele bis heute immer noch nicht für möglich. Weil viele Leute einfach, sage ich mal, nicht sehr mündig sind. Ihr verdammten Vertreter vom Arschlochismus. Das ist eine reine Willkürscheiße, wo wir da unterworfen sind. Wie wenn ihr mal anerkennen würdet, das ganze hure Mist als Zombie-Pfnüssel anzuschauen, also nicht mehr als das. Also ein aufgepeitschter Pfnüssel. What the fuck? Dass Daniel Stricker mit solchen Aussagen so viele Fans hat, ist für den Sozialwissenschaftler Marko Kovic erklärbar. Gerade in der Krise gibt es einen Haufen Menschen, die sich genau diese Art von Informationen suchen. Wenn wir uns informieren wollen, wollen wir Quellen haben, um uns zu informieren. Und jetzt in der Pandemie haben sich so alternative Informationsquellen etabliert. Sie sind oft extrem in den Meinungen. Dort findet man keine differenzierten Infos. Und die klaren ideologischen Positionen, mit denen können sie dann die Leute abholen. Wir hätten natürlich gerne Daniel Stricker persönlich interviewt. Über Wochen haben wir hin und her geschrieben, bis er uns dann tatsächlich in seinem Studio in der Ostschweiz ein Interview gegeben wollte. Vor Ort hat er dann aber Forderungen gestellt, die so im Vorfeld nicht abgemacht waren. Das Interview ist darum nicht zustande gekommen. Bevor aber Daniel Stricker unter den Corona-Demonstranten so bekannt wurde, hat ihn die Schweizer Politik eigentlich nicht interessiert. Vor der Corona-Krise macht er zwar auch schon YouTube-Videos, ganz geschäftsmann redet er dort aber noch über seine Immobilienfirma und über seinen anderen Job als Trauredner. Falls du auf der Suche bist nach Tipps, wie du eure Hochzeit kannst wunderschön gestalten kannst, dann bist du jetzt genau am richtigen Ort. Die Filme aus dieser Zeit haben gerade mal ein paar hundert Klicks. Zusammen mit den ersten Demos gegen die Corona-Massnahmen im Frühling 2020 startet er mit Stricker TV. An den Demos hat es noch kaum Leute und auch seine Videos schauen nur wenige. Anfang 2021, mitten im zweiten Lockdown, ändert sich das. Es gibt immer mehr Demos, von Liestal über Altdorf bis auf Neuenburg. Und immer mit dabei der Daniel Stricker. Seine Videos werden inzwischen von mehreren tausend Leuten geschaut. Ich glaube nicht alles, was gesagt wird. Da hier. Ja. Super Tipp. Nur von Daniel Stricker, da kann ich raus, glaube ich. Ich schaue überhaupt nicht mehr, nur noch deine Tagesschau. Seine Videos teilt er auf YouTube oder Facebook. Und er stellt sie in seinen Telegram-Chat. Allein in diesem Chat hat es gut 14'000 Leute. Eine stolze Zahl für Schweizer Verhältnisse. Und auch dort wird er überhäuft mit Lob und Bewunderung.
Aussagen von Daniel Stricker polarisieren. YouTube hat seinen Kanal schon mehrfach gesperrt, wegen Verbreitung von Falschinformationen. Es ist wieder soweit. Ich bin gesperrt worden für eine Woche, zum auf Stricker TV live streamen. Und auch die Polizei beobachtet ihn an den Demos genau. Im April, also zu einer Zeit, wo für aussen noch die Maskenpflicht gilt, wird er an der Demo zu Rapperswil kontrolliert und weggewiesen. Er dokumentiert alles im Livestream. Ich öffne Ihnen, dass Sie jetzt hier einen Platz verweisen bekommen, eine Wegweisung für 24 Stunden. Wir stellen Sie Ihnen schriftlich jetzt ausstellen und sind sich unverzüglich dort zu entfernen. So Aktionen machen Daniel Stricker bei seinen Fans nur noch beliebter. So sehr, dass sie ihm an den Demos bares Geld in die Hand drücken. Ja, danke mal. Ich gerne. 20 Franken. Sie kaufen aber auch seine Fanartikel. Auf seiner Homepage hat er einen eigenen Fanshop aufgeschaltet. Und seine Fans zahlen auf der Internetplattform Locals, dass sie seine Videos schauen können. Mit diesen Einnahmen hat er sich laut eigener Aussage das neue Fernsehstudio finanziert, das er stolz auf YouTube präsentiert. Tada! Strickcontainer! Neues Studio! Und wissen Sie, wieso ich mir das leisten kann? Wegen euch! Der steile Aufstieg von Daniel Stricker macht dem Sozialwissenschaftler Marko Kovic Sorgen. Die Gefahr ist natürlich um, wenn das charismatische Leute sind, die eine Art Führerpersönlichkeit sind, dass dann die Leute ihnen wirklich am Rockzipfel hängen und sich gar nicht mehr recht überlegen, was mache ich eigentlich. Und ist es zum Beispiel wirklich gescheit, diesen Leuten Geld zu geben für das, was sie machen? Mit seinen klaren und eigenen Überzeugungen sticht Daniel Stricker aus den Demos raus. Mit ihm diskutieren, ihn zu verstehen, ist schwierig. Dafür hatte ich Gespräche mit drei anderen Demo-Teilnehmern. Sie erzählen mir ihre Geschichte auf blick.ch.